Und was ist denn mit dem? Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wegen er verschlinge. Wo wird das gesagt, wo es heißt, macht die Tore auf, seid barmherzig, barmherzig. Anstatt dass man sagt, kämpft gegen Satan. Oh, wüsstet ihr doch, das, was sich heute Kirche nennt, nicht das ist, was eigentlich Jesus wollte oder wünschte. Wie soll es dem Heiligen Geist, dem Vatikan wirken können, wie sollte er wirken können, wenn darin, und ich rede als ehemaliger Schweizer Gardist, wenn darin ein Nest vorhanden ist von Homosexuellen und pädophilen Priestern, Monsignore, Bischöfe bis zu den Kardinälen, sowie eine korrupte Gesellschaft. Und seht, es sieht tatsächlich so aus, dass in der Kirche nicht mehr wirkt. Glaubt ihr, es macht mir Freude, so über die Kirche zu reden? Gehört zu einem meiner größten Schmerzen, über die Kirche so zu reden. Denn sie ist meine Mutter. Aber ich sehe, dass meine Mutter vergewaltigt wird und ich kann anscheinend nichts dagegen tun. Wir sind doch gefirmt worden zu Streitern Christi. Was sollen wir jetzt heute machen als Streiter? Als Ritter des eigenen Geistes. Der Papst spricht von Barmherzigkeit, das große Jahr der Barmherzigkeit. Ja, dann sagt doch mal den Soldaten, wenn sie im Gefecht drin sind, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wenn die bösen Geister, Dämonen, wenn man die sehen könnte in der Lüfte, da hätten wir nicht mehr einen Strahl Sonne. Heute müsste der Papst einen Kampfruf ausrufen. Aber eben, der Krieg als Kämpfer fängt zuerst bei sich selber an. Bist du nett mit deinem Nächsten? Bist du nett mit deinem Mann? Bist du nett mit deiner Frau? Ist sie gern bei dir? Hat sie wirklich Freude, neben dir zu leben? So fängt es an. Der erste Streit gegen sich selber. Und erst wenn du dich besiegt hast, kannst du hinausgehen, den Nächsten, oder nicht den Nächsten besiegen, sondern das Böse im Nächsten besiegen. Denk daran, wenn jemand hässig ist, dann ist er irgendwo angesteckt, wie eine Krankheit. Dann bekämpft doch bei ihm die Krankheit, den Bösen, der in ihm steckt oder in ihr steckt. Barmherzigkeit ist gut, es ist die Pflicht eines Christen. Aber zuerst, die Kirche muss zuerst mal auch selber bei sich anfangen. Ich weiß, dass sie versucht vieles mit Andersgläubigen, dass sie wieder in die Kirche kommen oder vereint werden können. Aber was will man denn Leute hereinholen, wenn in der Kirche alles modern ist? Ja, es braucht Gebet. Ich will nicht ängstigen. Ich will vielmehr zum Kampf rufen.
kämpft, fängt an zuerst mit sich selber. Und Kraft könnt ihr hier holen.